Bye bye Brasilien, welcome Super League. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, statt Guy Pirinha gibt es jetzt wieder Cervelá. Da freut auch der Hans-Peter Latour, oder? Ja, das muss ich auch so selber sagen, oder? Die haben ja nur gerannt, das Brasilien, das war ja furchtbar gewesen, oder? Die haben nicht Fußball gespielt, sondern Wasserball, das muss ich auch so selber sagen. Ja, Fußballer sind ja eher die sensibleren Männer. Wenn man da jetzt zum Beispiel mit den Schwingern vergleicht, das sind ja die Bösen, die Fußballer sind, die Lieben. Ja, was halten Sie von dieser Theorie? Jakin Murat! Ja, es ist schwierig. Ich denke, ja, lieb, ja, böse. Ich denke, ja, drei Punkte sind wichtig. Wir müssen ja, hinten zumachen und ja, vorne das Goal schiessen. Und ist ja gleich. Ja gut, vielleicht wieder zurück zu dieser Schwinger-Fußballer-Theorie. Frei Alexander, wie ist denn Ihr Kommentar? Ich denke mal, auch im Fußball musst du ein Mann sein, musst Eier haben, musst dort hingehen, wo es weh tut. Und der Unterschied ist vielleicht der, wenn du im Fußball einen am Boden legst, dann kriegst du gelb oder rot. Wenn du das im Sägemal beim Schwingen machst, dann kriegst du einen Kranz oder einen Muni oder was auch immer. Ja gut, eindrückliche Worte vom Sportchef vom FC Luzern. Ja, Hans-Peter Latour. Ja, das muss ich auch so selber sagen, oder? Ich habe noch nie einen Schwinger gesehen, der rennen tut, oder? Das machen nur die Fußballer da in Brasilien. Das ist ja furchtbar, das ist ja fürchterlich, oder? Das muss ich auch so selber sagen. Ja gut, Hans-Peter, da haben wir jetzt langsam gehört. Ja, Also, wenn ich vielleicht einmal etwas sagen darf, also ich brülle einmal, ja, wenn ihr mal die Kassette höre und es eine schöne Stelle ist. Gut, das interessiert jetzt niemand. Christian Gross in der Wüste, gibt es da auch Tränen? Ja, also... Nein, weil also, ja, in der Wüste, ja, sonst wäre es ja keine Wüste, oder? Und es gibt keine kompakten Wassertröpfchen, gar nicht. Und auch die Wolken getrauen sich nicht zu brüllen. Also, ich muss sagen, früher in der Wüste in Katar musste ich ganz oft brüllen. Gut, auch das interessiert niemand. Ja, Schweizer Fußballerherz pöppelt, wir sind alle gespannt. Die Super League hat Fahrt aufgenommen. Ich freue mich jetzt auf den Cervelá mit ganz viel scharfem Senf. Ade miteinander. Merci.